Moin Leute, einen wunderschönen guten Tag da draußen. Und wir spielen heute so World of Warships. Sieht man ja schon, was das findet. Die sieht echt schick aus. So. Ich finde die schick. Auf jeden Fall, wir fahren heute die Keilerei. Irgendwie gibt es hier Fähigkeiten, das wusste ich gar nicht. Oh, nice. Und wir kämpfen hier mit einer Warspite, denn Warspite hat geile Kanönen. Und ich stelle Kanonen über alles andere, denn Kanonen sind das Wichtigste beim Schlachtschiff. Übrigens nur Schlachtschiffe. Danke, dass ihr meine Wünsche erhört habt. Wargaming, wahrscheinlich haben die das aber so gemacht, aber finde ich echt nice. Danke, dass du volle Breite zeigst, aber dummerweise habe ich jetzt gedacht, dass du weiter Brain AFK einfach bei geradeaus feierst. Deswegen habe ich nicht mit deinem Wegdrehen gerechnet. Schade. Nun gut, das ist jetzt blöd. Ich war so glaube ich gar nicht mehr so schlau, dass wir jetzt hier alle auf einem Haufen sind. Deswegen werde ich jetzt erstmal den Novorossijsk killen. Den wir weg haben. You have eyes, do you? Ne, ich habe keine Augen. Ich gucke gerade mit meinen Gefühlen. Mein Gefühl sagt mir, der muss sterben, weil er an unserer Flanke ist. Penetration confirmed. Die Renown ist mir gerade sowas von egal, der will mich die Renown fokussen, aber wir haben gerade dieses Problem, dass wir den ja in der Flanke haben, deswegen kriege ich doch den erstmal, meine Freunde. Dann können wir uns noch so viel auf andere, so viele andere Leute einigen, die wir dann klatschen. Erstmal den hier, komm. Zeigt auch einigermaßen, na okay, breitet jetzt nicht wirklich, aber zeigt genug Seite, er winkelt nicht wirklich ab, dass es halt alles kein Problem ist. Okay, irgendwie. Ich mache keinen Schaden mit zwei Penetrations. Oh, wow, warum mache ich keinen Schaden? Minon hat aber Torpedos, soweit ich weiß. Oh yeah, keine Zitellen, ist egal. Die Mutsu ist ganz schön low schon von denen. Ah, der hat ja auch Torpedos, die Mutsu, ne? Müsste eigentlich, soweit ich weiß, durch die Renown vorne durchkommen können. Ich bremse jetzt einfach mal ab, weil ich halt keine Torpedos kassieren möchte von der Renown. Hier hinschießen müsste ich doch eigentlich Schaden machen können, oder? Oh ja. Panzerung von dem Teil war nicht so gut, wie ich, soweit ich weiß. Deswegen. Ja, Alter. Oh, die Torpedos waren gar nicht für mich. Na gut. Torpedos direct front. Torpedos direct front. Mal probieren, was das hier. Mal gar nichts gemacht und ich fuhr sogar. Nice. GG. Nice erste Runde. Und ich würde mal sagen, wir gehen direkt in die nächste. Ah, ich mag dieses. Ach, mal wieder Stufe 6er spielen ist auch geil. Ja, Stufe 6, also die ersten Stufen sind halt so hart zerstört worden. Ich sehe manchmal so Leute, die spielen Stufe 9er, 10er und gehen dann auf dem Profil und die haben gar kein einziges Mal irgendwie erster. Also erst Stufe 1, 2, 3, 4, 5. Das sind somit die Stufen, die halt einfach am wenigsten gespielt wurden von den Leuten. Wobei die ja so die Anfangsstufen sind, die eigentlich jeder spielen muss, um halt irgendwas zu bekommen. Aber paid wohl jemand hardcore rein. Wie ich das früher gemacht habe. So, ich hoffe, nächste Runde können wir ein bisschen mehr machen. So, Bayern, Fuse und Warspite. Ich bin schon entdeckt. Warspite ist ein Problem, Bayern auch, weil die meine Panzerung einfach overmatchen. Das haben die, glaube ich, auch schon gemerkt. Aber mache ich natürlich auch. Bei denen. Wenn man trifft, heißt es natürlich. Okay. Wow. Wo ist denn die, wo ist denn die Fuso?
glaube, die Fuso ist hinter der Insel irgendwo. Kommt gleich aus der Flanke. Ja. Oh, alle Treffer, nice. Ist gar nicht irgendwie. Beinahe ist ja auch ein gutes Schiff für diesen Modus. Ich glaube sogar besser. Wow, auf jeden Fall besser als eine Mauspalt. Turret critically damaged. Problem solved, sir. We destroyed an enemy battleship. Battleship destroyed. Er prallt bei mir ab. Er hat kein fettes Kaliber, so wie ich. Yay. Vielleicht ein bisschen cocky, aber sollten wir eigentlich safe haben, das Match. Weil er hat keine Chance mehr, wirklich Schaden zu machen, wenn ich anwinkel. Wenn ich jetzt volle Breitseite dumm fahren, dann würde er mir irgendwie was reindrücken können, aber dazu kommt es ja nicht. Glaube ich. Oh, nice. Ich weiß leider nicht die Panzerung von der Fuso, um genau zu sein. Also 100%, ich bin mir nicht sicher. Deswegen, oh! Okay, er schießt HE, jetzt können wir Probleme haben. Das ist ganz schön clever sogar von ihm, dass er jetzt HE schießt. Er hat gemerkt, dass er mit AP nicht wirklich viel ausrichten kann. Das wird ihm aber hoffentlich nichts helfen. Ich hoffe, ich habe Präzision. Nee, habe ich nicht. Jetzt können wir eben drehen, er schießt EHE. Ich möchte nicht auf Entfernung bleiben, da habe ich eh einen Nacht, habe ich das Gefühl. Was heißt Nachteil, aber im Nahkampf geht's halt schneller und wenn er mich jetzt hier weiter runter brennt, das ist nicht so geil. Ich versuche irgendwie vorne der Zitadelle irgendwie. Ich mach Schaden, das ist okay. So, wenn ich gleich in seiner Nähe bin, müsste ich ihm eigentlich übelst hardcore Schaden zufügen können. Muss nur aufpassen, dass er keine Zitadellen mehr macht, indem er jetzt auf AE, auf AP wieder wechselt. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Deswegen sind wir angewinkelt. Lenken wir ein bisschen ein, um einen Turm zu nutzen, jedenfalls hinten.
Als ob. Ja, schade. Ein geiler Kampf. Das ist das Problem, wenn du so viele Aufbauten hast, ey. Aber ansonsten hätten wir das eigentlich... Ach, ich habe noch am Anfang gesagt, das sollten wir easy winnen. Ja, ich war vielleicht doch besser im Fernkampf zu bleiben, aber dass er jetzt mit 700 Leben oder so überlebt, ist halt typisch Wargaming. Aber jedenfalls ein bisschen mehr Action als die Runde davor. Die waren mich irgendwie nicht so actionreich. War gut gemacht, dass er auf AE hochgeladen hat. Vielleicht hätte das Feuer sofort löschen sollen, aber wer weiß, was ich dann wieder bekommen hätte. Das ist natürlich das Problem. Man weiß man nie. Wir gucken gleich mal, was in der letzten Runde passiert. Bis gleich. So, da sind wir schon in der letzten Runde. Ich gehe jetzt alleine nach rechts. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt tatsächlich. Die Map ist voll klein. Die ist normalerweise ja... Ach, die ist sogar noch verkleinert vor. Normalerweise ist die größer. Schon sagen, warum ist die so klein? Normalerweise geht es noch bis danach da ganz hinten zu den Inseln. Und hier geht es auch noch bis nach da ganz hinten zu der Insel eigentlich. Aber hier ist schon zu Ende. Mal gucken. So, bitte, ich kann mal aufklären damit, sonst bin ich hier komplett blind. Mutsu hat Torpedos, Arizona. Oh, shit. Oh, meine Schüsse fliegen total scheiße. Der klatscht mich fast weg. Den können wir abprallen, den Jungen. Na gut, verstecken wir uns mal hier hinten. Ich kann hier rüber schießen. Auch nur knapp. Oh, es ist ein scheiß Ernst, Junge. Oh, wir haben zwei Mutsus im Team, okay. Von beide Breitzelt sind Feinden, krass. Warum zeigt der immer so viel Breitzelt, ey? Versteh's nicht. Kann ich die Mutsu vielleicht killen, bevor er noch zu viel Schaden macht? Macht er schon, alles gut, er braucht mich gar nicht. Das ist cool. Alter, warum winkelt der Junge nicht an? Der kann jedenfalls gegen Friedrich und Arizona können wir beide gut anwinkeln. Aber die Runde eben, wo die Musfuso mich durch mein Aufbauen geklatscht hat, war auch nicht so geil. Also damit ja auch nicht gerechnet. Deswegen muss man auch vorsichtig sein. Aber jedenfalls kriegst du nicht so viel Schaden, sollte man meinen. Wow, okay, da kriegen wir trotzdem richtig viel rein, Junge. Kann ich den Jungen mal zitadellen? Ich hab keine Ahnung. Ich hoffe, die Türme von ihm, die hinteren, können die schießen wegen der Leiche. Jetzt muss ich echt nice. Ich habe meine Türme zu spät gedreht. Die dauern 30 Jahre, bis die mal drehen.
Ram, ich werde nicht rammen. Ist ja voll lame. Ja, kein Schaden gemacht. Hui. Fire. Ah, jetzt gewonnen Punkte. Nice. Am Anfang habe ich richtig hart kassiert, muss ich aber sagen. Ey, ist noch nicht so geil. Noch ein Schuss auf ihn. Müsste eigentlich noch einen Schuss auf ihn hinkriegen. Naja. Na, gute Runde. Ram wäre natürlich auch gut gewesen, dann hätten wir, weil wir mehr Punkte haben, gewonnen, aber so langweilig zu rammen. Tatsächlich. Ja, aber das war auf jeden Fall, das ist die neue Keilerei. Stufe 6er jetzt. Echt ganz nice. Ich bin ehrlich gesagt mir sicher, wäre es Stufe 7 gewesen, würde man nur Schaden aus 43 sehen. Inklusive mir würde ich das wahrscheinlich auch nur spielen. Also, einer der Schiffe gibt noch Prinz Heinrich und Co., aber das Schiff ist auf jeden Fall ganz oben auf der Liste. Aber man kann auch so, weiß nicht, irgendwie so bei 6er wird man auch mal wieder ein bisschen in die tieferen Tiers gezwungen. Ich meine, 6 ist jetzt auch nicht so tief, klar. Aber ist auch mal wieder was Schönes, das dann spielen zu können. Ehrlich. Und ja, weiß nicht, ob ich das nochmal spielen werde. Welches Schiff dann? Ich meine, könnt ihr noch Bayern probieren? Prinz Heinrich oder was das Schiff eben war. Wie hieß das nochmal? Prinz Eitelfried, ich war das genau. Das können wir eigentlich auch mal spielen. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, was man spielen könnte. Mackensen hätte ich auch tatsächlich. Oh, das wird auch gehen. Ja, mal schauen. Wenn es nochmal kommt, dann werden wir es ja sehen. Ich habe jetzt irgendwie Captain bekommen, nice. So, das war's auf jeden Fall wieder von hier von World of Warships in Keilerei. Vielen Dank fürs Sehen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.